Hallo und willkommen zu dem Video. Toll, dass ihr es angeklickt habt. In diesem Video will ich euch mal zeigen, wie man ein iPhone auf Werkseinstellungen zurücksetzt, also einen sogenannten Hard Reset durchführt. Bei diesem iPhone ist das Display kaputt, also das komplette Glas ist zerbrochen. Und bevor ich das austausche, möchte ich natürlich wissen, ob das iPhone selber noch funktioniert. Und deshalb setze ich es mal zurück, also es ist ein sogenannter Hard Reset. Hier war noch den schweren Umstand, dass der Code auch mehr als 6-mal falsch eingegeben wurde und auf dem Display steht, iPhone ist deaktiviert, mit iTunes verbinden. Ich habe hier einen Rechner hochgefahren mit Windows 10 und habe iTunes installiert und das ist aufgerufen, sonst nichts. Also das ist auch mit keinem Konto oder sowas verbunden. Und hier habe ich das Verbindungskabel. Das steckt hier im Notebook drin, aber noch nicht im iPhone. Erstmal das iPhone ausschalten, da braucht man ein bisschen Geduld. Bei einigen iPhones dauert es bis zu einer Minute, bis sie wirklich aus sind. Jetzt haben wir also die Situation, iTunes läuft auf dem Rechner, das Kabel ist in den Rechner reingesteckt, aber nicht ins iPhone und das iPhone ist aus. Bei dem ausgeschalteten iPhone drücke ich jetzt den Home-Button und stecke gleichzeitig den Stecker rein. Das Drücken des Home-Buttons und das Reinstecken des Steckers, das muss ziemlich zeitgleich passieren. Wenn man da auch nur einen Bruchteil von einer Sekunde zu spät ist mit dem Reinstecken des Steckers, dann kommt nicht dieser Wartungsmodus, sondern dann fährt es ganz normal hoch. Bei diesem Gerät habe ich das bestimmt 10-mal probiert, bis es endlich einmal geklappt hat. Aber wie man sieht, funktioniert das auch bei ganz schweren Fällen bei zerbrochenen Displays und fehlenden Home-Buttons. iTunes meldet dann, es besteht ein Problem mit dem iPhone und bietet hier an Abbrechen, Update und Wiederherstellen. Und da klicke ich auf Wiederherstellen. Hier gibt es nochmal eine Warnung, dass alles gelöscht wird. Das ist okay und ich klicke auf Wiederherstellen, Aktualisieren. Hier will es jetzt auf die neueste iOS-Version aktualisieren auch und ich klicke hier unten auf Weiter. Den Lizenzbedingungen zustimmen, okay, da klicke ich auf Akzeptieren. Und jetzt lädt iTunes die aktuelle iOS-Version runter und installiert die auf dem iPhone. Das Zurücksetzen des Gerätes hat jetzt funktioniert und jetzt ist diese Sperre weg und ich kann hier das Gerät einrichten. In iTunes wird das iPhone jetzt gefunden als 32 GB Gerät und ich kann darauf zugreifen. Eines muss man noch beachten, wenn man hier im Wartungsmodus ist und iTunes findet ein größeres Update und lädt das runter und das dauert länger als 15 Minuten, dann bootet das Handy neu und man hat wieder den alten Screen. Das heißt, man wartet dann am besten, bis iTunes das gesamte Update runtergeladen hat. Dann schaltet man das Handy wieder aus, trennt das Kabel und geht wieder erneut in diesen Wartungsmodus, wie am Anfang des Videos zu sehen. Bei diesem iPhone hatte ich das 3-mal eben gemacht, bis es alle Updates runtergeladen hatte und installiert hatte und bis es sich zurückgestellt hat. Das hat ungefähr in der Summe eine halbe Stunde bis 45 Minuten gedauert. Auf der Homepage von Apple wird noch eine zweite Methode genannt, wie man hier bei dem Gerät in den Wartungsmodus kommt. Da muss man das Gerät einschalten und das Kabel dran stecken, mit iTunes ganz normal verbinden und dann einen Neustart, also einen Reset erzwingen, indem man hier oben die Standby-Taste und den Home-Button gleichzeitig drückt, mehrere Sekunden, bis es neu hochfährt. Habe ich auch hier probiert, hat aber überhaupt nicht geklappt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm doch einfach einen Daumen hoch und hier oben blende ich noch ein paar Infokarten ein zu anderen Videos auf meinem Kanal. Da seht ihr dann, wie man Notebooks repariert, wie man Windows 10 installiert und instand setzt, wie man Drucker repariert. Guckt es euch einfach mal an, da ist bestimmt auch ein Video für euch dabei und würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert.